Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste Bauer. Wir präsentieren euch heute eine echte Rakete und auch die ZX-10R. Und Martin Bauer von MB Bike Performance hat aus der ZX-10R 2016 ein echtes Monstergerät gemacht. Schauen wir uns gemeinsam an, bleibt dran. Ja, Martin Bauer, die neue ZX-10R 2016 ist rausgekommen. Da haben ja auch wir sehr, sehr positiv darüber berichtet. Es ist aber ein Supersportler, der ja mit einer irrsinnigen Bürde für Rennfahrer in den Start geht. Euro 4 ist das Schlagwort, mit dem man sich herumschlagen muss. Du hast das Motorrad nicht nur von der Bürde befreit, sondern sie wirklich auch weiterentwickelt. Wie sind da, wie soll ich sagen, das Paket, das du den Hobby-Racern da offerieren kannst und was gehört da gemacht? Also wir haben für die Hobby-Racer-Partie eigentlich zwei Lösungen parat. Die erste Stufe, das ist die etwas einfachere Lösung und günstigere, ist die Abstimmung auf die Serienkomponenten, das heißt die Serienkomponenten von der Standard-Elektronik. Das Problem bei dem Fahrzeug ist ja generell, wie du schon richtig angesprochen hast, durch die Euro 4 müssen die Hersteller diese Fahrzeuge unheimlich mager abstimmen, damit überhaupt die Euro 4 eingehalten werden kann. Wenn man jetzt auf der Rennstrecke fahren möchte und einen offenen Auspuff dann noch dazu drauf gibt auf das Fahrzeug, hat man das Problem, dass sie das noch mehr in das Magere reinschiebt und es wird nicht nur für den Motor schon langsam dann schon sehr belastend, sondern auch fürs Fahren sehr unangenehm, weil das sehr aggressiv ans Gas geht. Wir haben doch ein Motorrad da vor uns stehen, das um die 200 PS an Leistung hat und da ist es eigentlich der wichtigste Faktor, dass diese Leistung schön dosiert und schön weich abzurufen ist. Und deswegen ist man im Endeffekt da ein bisschen dazu gezwungen, auch wenn man eine offene Auspuffanlage drauf gibt, auch für den Straßenbetrieb dann das Mapping da ein bisschen anzupassen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ist die erste Stufe die einfachere Variante mittels Power Commander. Wir haben die Möglichkeit, auf die kompletten Serienkomponenten, also originale ECU und originaler Kabelbaum, die Abstimmung damit zu machen und das Motorrad schön fahrbar zu machen. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist so, wie wir es jetzt hier stehen haben, dass man komplett auf die Kit-ECU umrüstet. Da habe ich dann sowieso alle Möglichkeiten, die Abstimmung vorzunehmen. Und das ist das, was wir hier haben, also mehr in die schnellere Fraktion oder in die professionellere Schiene. Und das habe ich jetzt gerade genießen können. Mit diesem Kit, Kabelbaum der Kit ECU, hast du Möglichkeiten, das Fahrzeug mit neuen Features auch auszustatten und sehr tief in die Traktionskontrolle reinzugreifen. Da ist jetzt auch so ein Blipper-Schaltautomat dann mit drauf, gell? Richtig, genau. Also Blipper ist, für die es jetzt noch nicht kennen, eben die Möglichkeit auch beim Runterschalten nicht die Kupplung verwenden zu müssen, sondern automatisch durch Gasstöße, die von der ECU gekommen, einfach bei Betätigen des Hebels einen Gasstoß zu bekommen und das ermöglicht kurz das Lastfreischalten des Getriebes, um den nächsten tieferen Gang einlegen zu können. Und das funktioniert dann bei diesem Fahrzeug ebenfalls dann mit der Kit-ECU und durch die Umrüstung kann man das dann freigeben. Der Schaltautomat, der original drauf ist, kann beibehalten bleiben und dadurch hat man dann eine volle Quickshifter-Funktion fürs Rauf- und fürs Runterschalten. Ja. Okay, jetzt war das im Sattel so, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass das zwar direkter anspricht, aber trotzdem sehr kontrollierbar und sehr angenehm zu fahren, aber natürlich unvorstellbar stark. Natürlich, die Leute am Stammtisch wollen immer wissen, was hast du denn jetzt im mittleren Drehzahlbereich an Leistung nach oben schieben können und was an Top-Output, welche Zahlen darf man sich da erwarten? Hängt jetzt ein bisschen davon ab, in welcher Konfiguration man das macht, aber wenn man grundsätzlich einen sehr guten Auspuff raufgibt, eben wie wir es hier haben, Agrapovic oder ähnliches, was einen sehr guten oder sehr wenig Strömungswiderstand bietet und dann die Abstimmung dazu, kann man relativ viel dazu gewinnen, eben weil die Euro 4 Bikes sehr stark kastriert werden durch diese Auspuffsysteme, damit der Hersteller das einhalten kann. Wenn man hier auf offene Systeme geht, kann man so um die 10 bis fast 15 PS teilweise schon dazu rechnen. Ne? Okay, und jetzt hast du sehr viel Erfahrung im Betrieb bei dir, bei MB Bike Performance, auch andere Motorräder, andere aktuelle Tausender mit ähnlicher Ausstattung. Wie ordnet sich da die ZX-10R 2016 ein im Vergleich zur S1000R, im Vergleich zur Aprilia oder natürlich auch zur Yamaha? Also die Kawasaki, die ZX-10 war beim Vorgängermodell schon sehr, sehr gut in der Spitzenleistung. Wo es ein bisschen gemangelt hat, war vielleicht aus der Drehzahlmitte raus. Man hat doch sehr hohe Drehzahlen gebraucht, so mindestens 9.000, 10.000 Umdrehungen, wo das dann richtig zur Sache gegangen ist. Das ist bei dem Modell deutlich besser. Der Leistungseinsatz tritt
arbeitet schon 1500 Umdrehungen vorher auf. Dadurch kann man schon bei tieferen Drehzahlen schöner aus der Kurve raus beschleunigen. Und das war eigentlich der große Pluspunkt von diesem Motorrad, dass einfach nicht nur die Spitzenleistung ein bisschen gewachsen ist, sondern auch das gesamte Drehzahlband einfach breiter geworden ist. Im Vergleich zu den anderen Bikes muss man sagen, hat es jetzt schon fast die Nase vorne. BMW liegt ungefähr auf gleichem Level wie die Kawasaki, da ist kein Riesenunterschied. In der Spitzenleistung ist die Kawa allerdings jetzt schon fast eine Nasenlänge voraus, das, so viel kann man sagen. Die anderen Bikes nehmen sie nicht viel, die liegen alle sehr eng beieinander. Okay, also es kommt halt leider auf den Fahrer drauf an. Wo man aber schon auch sagen hat können, wo Verbesserung notwendig war, auf dem Niveau, wie es du fährst, war, glaube ich, an der Gabel irrsinnig gute Hardware eigentlich, aber beim Setup war es nicht optimal. Du hast ein bisschen tricksen müssen, oder? Richtig, also ich habe das Fahrzeug sehr viel im Serienzustand auch bewegt und Erfahrungen gesammelt und habe eben bemerkt, dass das, wenn man wirklich auf Druck fährt und auf schnelle Rundzeiten kommen möchte, das immer dazu neigt, auf weite Radien zu gehen. Also am Scheitelpunkt nochmal eng reinzuziehen, das war immer sehr schwierig. Das brauchst du aber bei sehr starken Motorrädern, dieses spitze Fahren und dieses kurvenwillige Verhalten, damit du da auf vernünftige Zeiten kommst, besonders hier auf dem Pannonia-Ring wichtig. Und da hat er sich mit dem Standard-Setup sehr, sehr gewehrt dagegen und gesträubt. Und deswegen haben wir einen Lösungsweg gesucht, um jetzt nicht eine komplette neue Gabel reinbauen zu müssen, weil die Gabel grundsätzlich vom Aufbau richtig gut ist, vom System, von der Funktionsweise. Allerdings von dem Setup, was da drinnen verbaut ist, nicht ganz glücklich gewählt. Und da haben wir sehr viel probiert und funktioniert jetzt, muss ich sagen, wirklich gut. Wir haben dadurch jetzt eine andere Geometrie im Fahrzeug drinnen, ein bisschen andere Fronthöhe. Und das erleichtert es in Kombination mit dem Federbein, was wir hinten auch verbaut haben, enorm, hier in der Schräglage nochmal auf engere Radien zu ziehen und auch den Speed besser auf die Gerade mit rauszunehmen. Okay, und hinten der Klassiker, Öl ins Federbein, und muss man sagen, bei dir, bei MB Bike Performance, du bist ja da nicht angewiesen drauf, dass da irgendwas fix fertig für Öl ins kommt, sondern du hast dir das einfach selbst zusammengebaut. Ich glaube, die fertige Ölinslösung kommt ja erst irgendwann einmal, aber ja. Bei dir gibt es ja schon. Ja, genau. Also wir wollten nicht so lange warten, bis Ölins direkt da was baut. Jetzt haben wir einen Dämpfer angefertigt bzw. umkonfiguriert, dass er eben für diese Verhältnisse in der ZX-10 da optimal passt und haben den dann abgestimmt. Und diese Lösung gibt es bei uns jetzt schon fix fertig auch zu kaufen. Ja. Jetzt hat man da ja insgesamt ein Paket, das ja noch auf einem halbwegs realistischen Preisniveau ist. Da ist jetzt nicht wirklich Raketentechnik drinnen, aber in Wahrheit so, jede Rennserie, die jeder normale Österreicher oder Deutsche fährt, ist damit perfekt ausgerüstet, oder? Absolut, also ich bin das letzte Mal so ein bisschen auf Zeit gefahren und bin da jetzt am Pannonia-Ring auf 1,55 runter. Ich denke, wenn man da noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißt, geht noch die eine oder andere Sekunde. Also ich denke, das Fahrzeug, so wie wir es hier jetzt stehen haben, ist absolut tauglich, um auch in den höchsten Ligen da mitzufahren. Spitzenleistung hast du sowieso genug, also im Motor braucht man nicht eingreifen, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, weil das hat über 200 PS schon das Fahrzeug. Ich glaube, da ist jeder sehr gut bedient damit und man hat den Vorteil, dass das auch Langstrecken tauglich ist. Also man muss jetzt nicht permanent irgendeinen Service machen und permanent Motorrevisionen. Das Wichtige an solchen Fahrzeugen ist immer, dass das gut fahrbar ist, schön ans Gas geht, schön dosierbar und das Fahrwerk ermöglicht, dass man die Leistung auch umsetzen kann. Das sind so die Knackpunkte. Wenn man das berücksichtigt bei den Superbikes, bei den aktuellen, kann man damit wirklich sehr schnell fahren. Sehr schnell fahren, war jetzt nicht mein Stichwort, das war ja das Zähne-Zusammenknirschen. Zähne-Zusammenknirschen muss ich nämlich, wenn wir uns das nächste Video dann anschauen, weil dort geht es ums Data-Recording, das du ja auch drauf hast. Das ist dann das nächste Video, wo wir Rundenzeiten und Gasgriffstellung und so weiter analysieren. Das ist auch interessant, also bleibt dran, abonniert den Kanal und gerne könnt ihr Fragen zu dem Projekt hier stellen, hier unten auf YouTube kommentieren, die leite ich dann alle zu Hundertschaften an die weiter, Martin, gell? Und schauen wir uns dann gemeinsam an. Na, nehmt teil an der Diskussion. Danke fürs Mitmachen, Martin, und danke fürs Zuschauen. Gerne.